Ja. June 6th, 1966. A senator's wife had a child. 6 years later, everyone around the boy started to die mysteriously. A detective was called to investigate the incidents. Slowly but surely, the curious case started to consume him. The deaths were surrounded with the paranormal and entangled with the supernatural. All the man could come up with was Senator Charles Wagner as the prime suspect, and only after witnessing him shooting his wife with a nail gun. In the end, only thing he pulled out from that burning Dante Manor was the child. My name is Detective MacGuffin, and I was the guy sent to investigate them. The boy's name is Lucius. Wenn er wüsste, dass wir sie alle umgebracht haben. Aber weiß es nicht. Ja, New Profile. Yuichiro H. Nein, ich heiße nur Yuichiro. Dankeschön. Das sieht schon creepy aus mit diesen... Ne, jetzt haben wir noch keine Profil Options. So. Ändert das was? Mal gucken. Achso. So. Kann ich sagen, geht's los. In Lucius 2. Komplett blind natürlich wieder. Oh, wo sind wir denn? Jetzt sind wir in der Hölle. Daddy? Redest du zu uns? Okay. Okay, Lucius. Mann, geil, wenn die andere Schiffsrücke kann man so laufen. Von was ist Platz für eine Taste? Das ist oder was? Okay. That's very good. Ich skippe mal den ganzen Bullshit. Hab gesehen, das kommt mit R machen. Ich will auch vom Spiel sehen. Was passiert mit Lucius? The whole house burned down to the ground. And we couldn't save them all. I managed to get the boy out. And at that time, I was convinced it was his father, Charles, who was behind the murders. In these situations, the procedure was to take the boy to psychiatric evaluation, so I headed to St. Benedict's Hospital, the very same hospital he was born in. It was only fitting to visit it once more. He was sitting quietly in the back seat, staring at me through the mirror. When we arrived just before the nurses came to get him, he leaned forward and whispered something into my ear. The hair on the back of my neck stood up as I was overwhelmed with emotion. The whispers kept running through my head that this was no ordinary kid at all. As I returned to my apartment, I started to put the pieces together. They were all pointing at the boy. How could I not see this before? Was Charles right all along? Was I actually helping the devil's son? Yes. You finally understand your place in all this. You're him, aren't you? Come now. You have been able to sense it all along. Deep inside you, there's been something telling you to do the right thing. But I'm Catholic? Yes. So am I. We're all just part of his plans.
My job is to make things slightly more interesting. And me, I'm also just a part of the plans. You have done what you're supposed to do, and you're going to do a lot more. We're only getting started here. And look at it this way. You're just serving the Lord in the end. He is the one who actually devised the upcoming rapture. I'm just putting my little twist on the whole thing. We are all just fulfilling his wishes here. So, just relax and listen to what I have come up with for the boy now. I was conflicted, but eventually I had to give in. All along I've been a servant to the cause. I was meant to travel this world as a servant of Lucifer and to protect his son. Lucifer had a plan that would bring everything together, and it was my job to see after Lucius. He'll have to look for the answers to this little game that's been created for him. The Dark Lord has taken his powers away and leveled the playing field. It will not be an easy task for the boy, but it's all necessary sacrifice that will, in the end, pan out the way it was supposed to. They evaluated the boy and committed him. He had lost his abilities to influence anyone. Thoughts of abandonment were filling his head. His thirst for blood was gone along with the rewards he'd already been given. It took 6 months until the boy was woken again. No blood was spilled. Someone up there was happy. It finally happened when they brought two new patients in. They were both rambling about a prophecy. To make things more interesting, the other one was a woman of the cloth. Immediately, Lucius realized that there was more that he had to do, so in the blink of an eye, he attacked them. There was a fire inside him again. He was not forsaken. He felt useful again. However, the employees managed to put him down. He was drugged, dragged to shock therapy. The boy had gathered a following throughout the hospital. Some of the patients naturally looked after the boy, but not these employees. They shackled him, imprisoned the prince. They laid him down on the bed, ready to be shocked. But what they did not know, and what they could not guess, is the answer to a question. What happens when you shock the devil's son? Okay, Lucius. Das böse Kind ist wieder... Oh Gott. Zu denen hat er es ja gegeben. Und er hat die Schlüssel in der Hand zum Fliehen. The Prophecy. Davon hat Opa auch gesprochen. Oh shit! Shit, Mann! Das sieht schon broken aus. Holy shit, das ist ja ganz anders wie der Teil davor. Holy shit. Lucius ist frei, Leute. Okay, verschlossen, verschlossen.
Ach, wir haben da unten sogar eine Map. Wir sind schon creepy. Da kommen wir, sind voll in der Psychiatrie gelandet. Weil da, wo du herkommst, Lucius, da komme ich auch her. Kann ich den wie umbringen? Okay, I'm taking you into custody. Ja, ich komme nicht raus. Okay. Ja, hier. Trete ich dich. Ja. Da wieder geröstet ist aber auch. The boy managed to break the shackles. And he could feel how the souls were. Ich mag das Spiel. Was haben wir hier? Donuts, okay. Verschlossen, okay. Wir sind gefährlich. Und bereit, jeden zu töten. Oh, ich kann auch mitnehmen. Guck mal, sogar mein Ball wieder. Ja, ich will das nehmen. First thing he did after breaking out was to open up all the other wings of the mental ward. This would allow Lucius to freely roam around, making havoc. Wohin willst du? Ich muss gucken, was er macht. Wenn du das nicht vergessen willst, gib's was rein, Alter!
Er ist verrückt, okay. Leute, er pinkelt in die Pflanze. Okay, wir haben das Böse jetzt, wir haben die ganzen bösen Boys. Muss aber auch in jede Pflanze pinkeln, ihr Jungs hier, ne? Was ist meine Aufgabe? Sprich mit dem Mann. And she told me that I was the problem. Women can't live with them, can't kill them. Hey, why is the space between a woman's breasts and her hips called a waist? Because you could easily fit another pair of tits in there. A good one, Sam. A good one. Hey, I got one. Hello? What do you get when you put a menstruation maid into a senator's mansion? What? A bloodbath. Jesus Christ, man. You're sick. Oh. Kann ich auch verschiedene Fähigkeiten haben? Okay. Jetzt? Also indem du Sachen dagegen wirst oder... Guck mal, läuft dieselbe Mucke wie... Jawohl! Jawohl, stirbt einfach! Schwer aufzuheben. Kann ich da noch was gegenwerfen? Dann geht das. Okay, hier haben wir Türen. Okay, wir brauchen noch einen Schlüssel. Ah, hier. Okay. Hallo. Strange man kept repeating, Ludlow, Devil Boy. The end Ludlow, is not Devil coming. Boy. It's already here, kid. Oh, kann ich den umbringen? Finde den Raum der Nonne. The end is not coming. Okay. Ah. Ja, ich hab die Klappe jetzt zerstört. Okay, runterwerfen können wir es auch nicht. Hier ist auch ein verrücktes Kind. Hallo? Wieso verreckt er nicht dran? Hallo?
You know. Okay, cool. Oh shit. Das Spiel ist so krass. Ich würde sagen, er hat den falschen Sohn. Es gibt keine falschen Götter. Hier, du siehst mir doch richtig aus. Hä? Du bist mir richtig. So. Oh, was haben wir hier noch? Wie war das nochmal mit... Oh, Lol, M, da kann ich mir die ganze Map anschauen. N, B, V. Ach, C. Gedankenkontrolle. Feuer. Bleibt keine Beweise zurück. Läuft bei dir. Oh, haben wir hier noch einen Gegenstand, womit ich hier... Ich nehme das Gegenstand einfach mit. James Wilson, hallo! Achso, von hier kommen wir. Ja. Hier leben Geister, Leute. Aufpassen! Hier kommt Lucius. Brauchst mir den gesperrten Bereich nicht jedes Mal anzeigen. Okay, Lucius, was ist dein Ziel? Okay, was soll ich mit euch machen? Was willst du mir zeigen? Wenn ich die angucke, machen die Linien. Okay, dann habe ich schon. Den Raum der Nonne. Die Reinigungskraft. Wer ist denn die Reinigungskraft? Jawohl, kommt sie mir ja mal mit. Aber die einen Tür will ich auch noch umbringen. Wir wollen hier No Mercy machen, wir wollen hier wirklich jeden töten, ja. Das habe ich damals gemacht und das habe ich dieses Mal wieder vor. Kannst du mal weggehen? Ich habe dich nicht bestellt. Ich habe es verstanden. Hey, nicht so umschreien, Kollege. Guck mal, guck, wie ich den jetzt umbringe am besten. Wenn der gleich kommt, dann fällt er da runter, richtig? Da kommt er. Ich hoffe nur, dass den Schlüsselwesen vorher fallen. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt.
she was not there. It seemed she'd been taken to the fourth floor. Verlasse die Etage ist unser Ziel. So, wie verlassen wir denn am besten diese Etage? Ach, damit hätte ich noch erledigen können. Und hier hätte ich noch irgendwie erledigen können. Irgendwie. Ach ja, das Ding macht meine ganzen Fähigkeiten kaputt. Ob ich da runter kann? Irgendwie bezweifle ich das. Ansonsten wären sie Wände. Okay, wie kann ich denn hier dieses... dieses Ding hier verlassen, frage ich mich. Okay, wie kann ich diese Etage verlassen? Ich bin ein bisschen blöd gerade. Also Lucius will schon. Er will aber auch töten. Und er bewegt sich mehr als sonst. Vor allem dieser Raum hier, der ist schon sick. Ja, wo kann ich jetzt die Etage verlassen? Da bin ich irgendwie komplett behindert. Gibt nur den einen Weg, oder? Oh, da ist ein Pfeil. Und ein Punkt an der Map. Ach, da kann ich verlassen. Okay. Okay, ich muss das Spiel noch lernen. Diese ganze Steuerung und so. Lucius had to visit each floor, one by one. The answers were there. But for now, he only had questions. Why did one of his followers decide to kill himself without the boy's blessing? Why was everyone talking about this small town called Ludlow? What happened there? Had the prophecy begun without him? The fourth floor had a library on it, newspapers describing better the events in Ludlow. The boy also had more followers on this floor and would soon be calling on them for answers. Okay. Wir sehen uns dann aber hier in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen, euer Rookie. Bis dann, ciao.